Hey Leute, was geht? Tyson hier und heute behandeln wir die Frage, warum ich meine Ziele nicht erreiche. Warum komme ich auf diese Frage? Weil einfach in den letzten Monaten oder generell in dem letzten Jahr diese Frage für mich immer präsenter wurde, weil ich mir sehr viele Ziele gesetzt habe und einfach einige dieser Ziele völlig auf der Strecke geblieben sind. Und somit musste ich, um weiterzukommen, mich mit dem Thema sehr auseinandersetzen und die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, beziehungsweise die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, möchte ich in diesem Video an euch weitergeben. Grundvoraussetzung für die Klärung dieser Thematik ist überhaupt erstmal, dass wir uns Ziele setzen, dass ihr ambitioniert seid, das heißt, ihr habt Ziele, ihr habt euch eure Ziele vielleicht sogar aufgeschrieben, ihr wisst ganz genau, wo ihr hin wollt. Es sind große Ziele, also es geht jetzt hier nicht um kleine Ziele, sondern wirklich große Ziele, ambitionierte Ziele und auch wirklich, ihr habt diese Einstellung, ich will diese Ziele erreichen, unbedingt. Ja? Und jetzt hier geht es um das Thema, warum schaffen wir das nicht oder warum schaffen einige von uns das nicht? Vielleicht gibt es auch einige da draußen, die es von Anfang an richtig machen und gar nicht erst auf diesen Fehler auflaufen. Aber bei mir war es so, ihr habt es hier auf dem Kanal miterlebt, Powerlifting, 800er Total will ich machen, ich will ein Gym aufbauen, ich möchte ein Gym haben, ich möchte eine Marke hochziehen, ich möchte auf YouTube, Social Media mit euch Kontakt haben und Videos machen und Posts machen und präsent sein. Ich habe nebenbei ein FBA-Business angefangen, ich hatte plötzlich Angestellte, ich musste ein Unternehmen leiten und all diese 6, 7 Ziele, die wollte ich natürlich erreichen, noch am besten in diesem Jahr, am besten noch in den nächsten 6 Monaten, ja? Alle erreichen. Und ihr müsst euch einfach vor Augen führen, dass all diese 6, 7 Ziele verschiedene Wege also in sich bürgen. Das heißt, ihr habt 6 Wege, die ihr gehen könntet, um jeweils eins der Ziele zu erreichen. Und was ich versucht habe, ist all diese Ziele oder all diese Wege gleichzeitig zu gehen. Und das funktioniert nicht. Ja, das ist wie beim Jonglieren. Wenn ihr euch vorstellt, ihr jongliert 2 Bälle, das geht vielleicht gut. Wenn ich jetzt noch einen 3. dazu nehme, da wird es bei mir schon kritisch, die könnten runterfallen. Aber beim 4., 5., 6., 7. Ball, ja, bei 7 Zielen, da wird die Chance immer höher, dass einer runterfällt. Und wenn der eine runterfällt und ihr konzentriert euch dann auf den einen, der runterfällt, fällt der Rest auch zusammen. Und das ist mir teils passiert. Ja, nicht, dass es runtergefallen ist und es gecrashed ist, aber ich hatte keine Erfolge mehr. Ich kam nicht voran mit meinen jeweiligen Zielen. Die Ziele standen an der Tafel, es stand alles da, ich habe es mir angeguckt. Sie sind doch da, ich muss es doch nur umsetzen. Und das Hauptproblem war, dass ich zu viel auf einmal wollte. Das Buch The One Thing, ich kann es euch mal kurz in der Beschreibung verlinken, wer sich dafür interessiert, beschreibt es relativ gut. Und ich empfehle euch dieses Buch jetzt einfach, weil es wirklich sehr simpel das Ganze auch wirklich auf eine einzige Sache fokussiert. Und zwar hat dieses Buch eine einzige Aussage: Um erfolgreich zu sein, solltest du dich nur auf eine Sache konzentrieren. Und am besten sollte diese eine Sache alle anderen Sachen für den Moment unnötig machen. Das heißt, wenn du diese Sache verfolgst und erfolgreich zu Ende bringst, dann ist der Rest erstmal unnötig. Und das habe ich dann versucht umzusetzen. Also bevor ich dieses Buch überhaupt gelesen hatte, beziehungsweise andere Bücher gelesen hatte, hatte ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, okay, YouTube runterzufahren, Shop und Marke runterzufahren und mich nur mal auf eins meiner Ziele zu konzentrieren. Und seitdem ich das gemacht habe, also in den letzten 6, 7 Monaten, konnte ich Erfolge im Bereich 500 bis 1000% erzielen. Das heißt, so viel Fortschritt, nur weil ich mich auf eine Sache fokussiert habe. Und was ich euch mitgeben möchte, ist, ob es jetzt Training ist, ob ihr Schüler seid, ob ihr berufstätig seid und ihr wollt eine Gehaltserhöhung, Schüler seid und ihr wollt gute Noten oder ihr seid selbstständig und wollt andere Umsatzzahlen oder ihr seid Powerlifter und wollt gewisse Werte erreichen. Nehmt euch eure 4, 5, 6, 7, 8 Ziele raus und priorisiert. Das ist das Allerwichtigste. Ihr nehmt euch ein Ziel raus und ihr committet euch dazu, nur noch dieses Ziel zu verfolgen für die nächsten 1, 2, 3, 4 Monate. Also das wichtigste Ziel. Das sollte die anderen Ziele halt unnötig machen. Und dann, nach diesen 3, 4 Monaten, guckt ihr mal zurück, was ihr in der Zeit erreicht habt. Und wenn ihr dann ordentliche Erfolgsgains gemacht habt und dem Ziel näher gekommen seid, dann könnt ihr mir mal Feedback hier lassen, ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn es nicht funktioniert hat, dann dürft ihr mir gerne einen Arschtritt verpassen. Und wenn es funktioniert hat,
dann freut es mich, dass ihr in diesem Video was mitnehmen konntet. Also meine Freunde, Lektion aus diesem heutigen Video, wenn ihr viele Ziele habt, ich sage nicht, ihr dürft nicht viele Ziele haben, aber ihr müsst sie priorisieren und eins nach dem anderen angehen und dann werdet ihr auch Erfolge haben bei der Erreichung eurer Ziele. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, maybe macht's gut. You peace. Should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Yeah, why you believe in the propaganda? Why everybody sound like they wanna be from Atlanta? You the voice of the echo.